Hier könnten Sie leben. 30 Kilometer Luftlinie vom Ruhrgebiet entfernt, eingebettet in die Berge des Sauerlands, liegt Altena. Unten die Lenne, oben die Burg. Dazwischen gibt es Wohnraum zum Spottpreis. Denn Altena verliert Einwohner und würde das gern ändern. Nur wie? Altena ist eine der vielen Städte Deutschlands, die schrumpfen. Warum? Weil hier nichts los ist? Das Rathaus. Von Jahr zu Jahr sind sie hier für weniger Einwohner zuständig. Das ging schon in den 80er Jahren los, dass große Firmen Altena verlassen haben. Viele Leute haben sich dann natürlich auch wegorientiert, weil einfach die Arbeitsplätze weggefallen sind. Und wir merken es wie viele andere Kommunen auch in den letzten Jahren, dass dieser Schritt dann auch schon teilweise dramatische Züge angenommen hat. Wir haben mehr Schulden als Guthaben. Also wir sind pleite. Ja, wir sind pleite. Wir sparen auch an Hunderterbeträgen und uns fällt auch nichts mehr ein, wenn wir uns nicht irgendwann wirklich kaputt sparen wollen. Und das tut weh. Weniger Bewohner, weniger Industrie, weniger Einnahmen, Nothaushalt. Die Stadt steht seit Jahren mit dem Rücken zur Wand. Ich bin Uwe Kober. Ich bin auch in Altena geboren, bin 55 Jahre alt. Ich habe das Glück gehabt, dass die Bürger von Altena mich letztes Jahr zum Bürgermeister gewählt haben. Besuch im Burggymnasium. Die vier hier werden bald Abi machen. Mein Name ist Lia Witzel. Ich möchte auf jeden Fall studieren gehen, eventuell in Berlin, weil es dort den Studiengang Game Design gibt. Ich bin Alexander Amiridis. Altena ist eine tolle Stadt, aber mich zieht es auch in andere Städte. Allerdings möchte ich danach auf jeden Fall zurück nach Altena kommen. Mein Name ist Elias Fernandes. An sich ist Altena ganz schön, aber für, ich sag jetzt mal, Studenten würde ich sagen, ist das Freizeitangebot auch unter anderem nicht so prächtig. Mein Name ist Joyce J. Knoblauch. Erstmal möchte ich ein Jahr Pause haben, ein bisschen reisen und dann würde ich gern nach Leipzig und dort an einer Uni Medizin studieren. Alle vier wollen erstmal weg. Damit folgen sie einem Trend, der seit Jahrzehnten anhält. Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums spielen den Schwund mal nach. Willkommen im Jahre 1970. Damals gab es noch 32.000 Altenaer. Doch dann begann der Exodus. Erst wanderte die Industrie ab, dann die Menschen. Ein Drittel bis zum Jahr 2000. Da lebten nur noch 22.000 Einwohner in Altena. Und das Schrumpfen ging weiter. Heute hat Altena nur noch 16.500 Bewohner. Gerade halb so viele wie 1970. Der Mann auf der Brücke berät bundesweit Politiker in Fragen der Raumentwicklung. Mein Name ist Rainer Danielzig, ich bin gelernter Geograf und bin aktuell Hochschullehrer an der Uni Hannover und vor allen Dingen an Fragen der Stadt- und Regionalentwicklung interessiert. Es wird gerade in der Öffentlichkeit, in den Medien, in der Politik oft gesagt, ja, die Städte wachsen und das Land schrumpft. Das ist grundverkehrt. Wir haben ein sehr vielfältiges Muster, man könnte sagen ein Patchwork-Muster, eine heterogene Raumentwicklung, akademisch gesprochen. Und die sieht so aus. Gerade in weiten Teilen Ostdeutschlands schrumpft die Bevölkerung. Das gilt übrigens auch für viele dort liegende Städte. Weiter in Richtung Westen schwindet die Bevölkerung ebenfalls. In Nordrhein-Westfalen schrumpfen das Hochsauerland, aber auch die Großstädte des nördlichen Ruhrgebietes. Am stärksten von der Schrumpfung ist hier der Märkische Kreis betroffen. Und genau dort liegt Altena. Altena ist ein Ort, der schon vor 30 Jahren die stärkst schrumpfende Gemeinde Nordrhein-Westfalen war. Damals dachten alle, das sei im Ruhrgebiet, Gelsenkirchen oder Herne. Aber nein, es ist eigentlich Altena schon sehr lange, prozentual betrachtet natürlich. Weniger Einwohner,
Mehr freie Wohnungen. In Altena gibt es eine Wohnungsbaugesellschaft, die zu einem Großteil der Stadt gehört. Mein Name ist Dominik Seeling. Ich arbeite bei der Altenaer Baugesellschaft als Kundenberater. Der Baugesellschaft gehören 1751 Wohnungen. Knapp jede zehnte davon steht leer. Und die werden zum Teil aufwendig saniert. Das Wohnzimmer, das Schlafzimmer. Die Problematik ist natürlich hier bei uns im ländlichen Raum, dass wir dieselben Baukosten haben wie beispielsweise die Metropolregion Köln, Frankfurt oder Hamburg. Nur da halt entsprechend viel höhere Mieten abgerufen werden können, um so ein Ding auch finanzierbar zu machen. So, Badezimmer gucken. Viele unserer langjährigen Mieter haben eine durchschnittliche Miete von 3,50 Euro bis 4 Euro. Hamburg, Berlin, München rufen teilweise 12 Euro auf. Auf eine Wohnung im Ballungsgebiet bewerben sich ein gutes Dutzend oder mehr. Bei uns sind es 2-3 Leute. Auf eine vergleichbare Wohnung. Und da kann es dann schon mal sein, dass eine Wohnung länger leer steht als in einer anderen Stadt. Dabei bietet Altena doch so viel Grün. Und das ist dann hier der kleine Balkon mit der schönen Aussicht. 50 Quadratmeter gibt es für unter 250 Euro. Und wenn bald in Altena der IC hält, dann dauert die Fahrt ins Ruhrgebiet nur eine halbe Stunde. Es gibt viele, die wieder raus aufs Land wollen. Das sind aber nicht genug. Wie schaffen wir den Transfer von weg von diesen Ballungszentren hin zu einer gleichmäßigen Verteilung? Geht das überhaupt? Wenn ich darauf eine Antwort hätte, würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen. Stattdessen steht er am Bahnhof, wartet auf Gäste aus der Großstadt. Sommer der Pioniere, das ist der Plan. Neue Einwohnerinnen und Einwohner. Auf Zeit. Hallöchen. Ich bin Sarah. Ich bin der Dominik. Hi. Wir haben ja schon zusammen geschrieben, ne? Genau. Die Idee der Pioniere ist, diesen Sommer, Summer of Pioneers, bei uns in Altena zu leben und zu arbeiten. Das sind häufig Leute, die in Großstädten leben und vielleicht auch das großstädtische Leben satt sind. Die das Abenteuer wagen, uns in Altena zu besuchen, ein halbes Jahr hier zu leben, den Gedanken mal freien Lauf zu lassen und zu sagen, ich habe eine super Idee, das wird ideal zu euch passen. Menschen wurden angeworben, die entweder einfach Zeit haben oder ihren Job digital erledigen können. Also auch in Altena. Und vielleicht nebenbei Ideen haben zur Rettung der Stadt. Und lächeln, jetzt kann man ja auch ohne Maske lächeln. Herzlich willkommen. Ich habe Sie ja zumindest teilweise, ich glaube alle schon mal per Zoom gesehen oder wir haben uns gesehen. Toll, dass alle hier sind. Freut mich wirklich. Finanziert wird das Projekt zum Großteil über Landesmittel. Altena ist ja pleite. Ausgesucht wurden diese Männer und Frauen über eine Agentur in Berlin. Eigentlich sollten 20 kommen. 15 sind es nur geworden. Plus ein Baby. Ich habe gerade schon gesagt, der jüngste Pionier bestünde vielleicht die Chance, ja, dass er in Altena laufen lernt. Das wäre auch eine gute Chance. Also, der jüngste Pionier heißt Levin. Mal schauen, ob Levin in Altena laufen lernt. Wir freuen uns alle wirklich auf unsere Pioniere. Wir bieten denen attraktive Wohnungen, ja, die wir eingerichtet haben. Einmal erste Obergeschoss. Dominik Seeling und die Wohnungsbaugesellschaft kümmern sich. Die Einrichtung übernimmt ein Secondhand-Kaufhaus aus Altena. Es darf halt nicht viel kosten. Allein wegen der Wohnung bleiben bestimmt ein paar Leute. Ja, das ist umso besser. Genau. Die Wohnungen werden vermietet, ich glaube, für 150 Euro Kaltmiete pro Monat. Eigentlich muss man sagen, wo sie herkommen, ist das geschenkt. Das zahlt man da fast für eine Garage. Ja, also ich würde hier wohnen wollen. Wir bieten denen Arbeitsmöglichkeiten in der Innenstadt. Wir haben eine alte Wirtschaft, eine alte Gastronomie dazugenommen, so als großen Raum, wo man sich treffen kann, wo man arbeiten kann. Wir haben zwei Ladenlokale dazu gemietet, haben die auch eingerichtet mit Arbeitsplätzen, mit allem, was dazugehört, um diesen Leuten die Möglichkeit zu geben, sich in das Leben in der Innenstadt und auch in der Stadt zu integrieren und einfach Kontakte zu finden, sich hier wohlzufühlen, Ideen zu verbreiten und ins Gespräch zu kommen mit
uns Altenaern. Und dann die große Hoffnung, dass diese Leute, die ja dann auch vernetzt sind, dann kundtun, dass es in Altena gut ist. Und das vielleicht dazu führt, dass auch andere darauf aufmerksam werden und sagen, Mensch, das probiere ich auch mal aus. Menschen, auf denen die Hoffnungen einer Stadt ruhen. Einer Stadt, die mit dem Rücken zur Wand steht. Unter diesem Vorzeichen startet im Juni dieser Sommer der Pioniere. Ich bin Sarah, ich bin eigentlich Lehrerin und komme aus Berlin. Mein Sohn Levin ist jetzt 7 Monate alt und im Moment bin ich in Elternzeit. Die beiden werden in einer WG leben. Gemeinsam mit ihr. Ich bin Nicole, 36 und arbeite als Innovationsberaterin. Sarah und ich sind schon seit ein paar Jahren befreundet, kommen beide aus Berlin. Und ja, haben uns entschieden, jetzt erstmal für ein paar Monate nach Altena als Pioniere zu gehen. Uns reizt ja schon lange die Vorstellung vom Leben in der Natur, in der Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist für uns eine ganz gute Experimentierwiese, um zu schauen, ob wir wirklich uns vorstellen können, die Großstadt so längerfristig zu verlassen. Um vielleicht gar für immer in Altena zu bleiben? Das ist die ganz große Hoffnung. Wir haben unsere schöne Burg. Ich glaube, jeder kennt sie mit der ersten Jugendherberge der Welt. Wir haben einen Fluss, der idyllisch durch dieses Tal fließt. Ich mag Altena, weil man sich hier kennt. Im Motorsportclub. Es gibt hier ganz viele Gemeinschaften, Sportvereine. Wir sind freundlich, wir sind offen. Wir haben Schützengesellschaften, Schützenvereine. Getrunken wird dort Knickebein. Knickebein, Knickebein, du mein Vergnügen. Knickebein, Knickebein, du meine Lust. Und was am allerwichtigsten ist, die Sauerländer sind ein nettes Volk. Ja, wir sind auch ganz gespannt. Also es ist natürlich umso cooler, wenn man das Gefühl hat, man ist hier willkommen und es wird was von einem erwartet und man ist nicht einfach nur so da, sondern man hat sozusagen auch ein bisschen eine Aufgabe. Eine dieser Aufgaben könnte sein, neue Ideen zu entwickeln für die ausgestorbene Innenstadt. Das Problem haben ja viele Kommunen auch, dass die Innenstädte jetzt durch Leerstände sehr, sehr hart getroffen werden. Und habe ich kein Geschäft unten in der Straße, geht auch keiner durch die Innenstadt, weil was soll ich da, mir leere Schaufenster angucken? Früher waren die alle mal gefüllt. Früher, als hier noch doppelt so viele Einwohner lebten, war hier geschäftiger Betrieb. Dies ist das alte Kino von Altena. Seit 1924 werden hier Filme gezeigt. Ich bin Andreas Holstein, jemand, der in Altena geboren, in Altena groß geworden ist, der diese Stadt immer besonders geliebt hat. Der erste Film, den er sich heute hier angucken wird, wurde im selben Jahr gedreht, in dem er geboren wurde. 1963. In Altena begegnet sich das Alte mit dem Neuen, die Romantik mit dem Wirtschaftswunder. Das war das Altena im Höhepunkt der Industrieleistung, ein Zentrum des Eisendrahtes. Also wenn man hier durch die Tallagen fuhr, hat man hauptsächlich nur Lieferverkehr gesehen und vor allen Dingen auch ganz, ganz viele Menschen, die hier reintransportiert wurden aus den Großstädten Dortmund, Bochum und Essen, die morgens mit Bussen hier hingekarrt wurden. Zu dieser Stunde wimmelt es in Altena wie in einem Ameisenhaufen. Der Verkehr zwängt sich durch die Straßen, in denen kaum zwei Autos nebeneinander Platz haben.
Man hatte in den 60er Jahren sogar angenommen, dass Altena noch weiter wachsen würde. Deshalb ist der Stadtteil Nettenscheid mit Hochhäusern geplant worden, weil man von einem Drittel mehr Einwohnern ausging. Heute hat der Stadtteil Nettenscheid keinerlei Probleme, außer die damals gebauten Hochhäuser. Also man sieht, Stadtplanung und Stadtmachen ist immer auf Jahrzehnte ausgerichtet, nicht auf 2-3 Jahre. Heute stehen die Hochhäuser fast komplett leer. Was tun? Frage an den Professor für Raumentwicklung. Das ist ein schönes Dokument für Städtebau, wie wir ihn in den 60er und vor allem in den 70er Jahren hatten. Hier ist das Besondere, dass eine außergewöhnlich desintegrierte Lage ist. So weit weg vom Stadtzentrum, so schlecht angebunden und erschlossen, das ist schon außergewöhnlich. Vom Bauzustand her müssten solche große Investitionen hier vorgenommen werden, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass ich das rentieren mag. Kandidat für Rückbau. Typisch für viele Gemeinden in ganz Deutschland. Die Menschen sind aus dem Zentrum weggezogen. Gleich neben der Hochhaussiedlung wird bis heute gebaut, obwohl in der Innenstadt Häuser leer stehen und verfallen. Über viele Jahrzehnte sind viele, gerade junge Familien, erstmal an den Ortsrand gezogen, in diese schönen Bausparkassensiedlungen mit den Einfamilienhäusern zum Rumlaufen und Carport für 2 bis 3 Autos vor der Tür. Kaufkraft ist aus den inneren Ortslagen abgezogen. Das ist aus Sicht der Stadtentwicklung fatal, weil ja die Innenstadt das Gesicht der Stadt darstellt. Sie ist das Schaufenster für diejenigen, die die Stadt besuchen. Und wenn dann natürlich die Innenstadt einen schlechten Eindruck hinterlässt, überträgt das auf das ganze Image der Stadt. Da kann man noch so schöne Wohngebiete am Stadtrand haben, die nimmt man in dem Moment nicht wahr. Und das führt dann dazu, dass eben Städte einen schlechten Ruf bekommen. Unterwegs mit Dominik Seeling. Hallöchen zusammen. Ich hab mir mal gedacht, ich bringe Ihnen mal einen Altbau mit. Das sehr ist ein gut. Altbau. Wunderbar. Super. Dann wollen wir doch mal gucken, oder? Ja, genau. Innenstadt frisch saniert. Das junge Paar zieht aus dem Ruhrgebiet her. Sie wird eine Stelle als Bibliothekarin in Altena antreten. Wie viele Quadratmeter das sind jetzt hier 99 Quadratmeter. Das ist nochmal eine etwas andere Nummer. Ne? Viel macht aber auch oben das Studio aus, das zeige ich Ihnen. Er arbeitet bei der Feuerwehr Hagen und wird in Zukunft pendeln müssen. Also von der Aussicht her gibt es wenige, die das hier schlagen können. Das ist ja nicht nur Altbau, das ist auch noch dieser Blick. Das ist fantastisch. 930 Euro würde die Bahn kosten. Ne? Das ist für uns, glaube ich, nicht finanzierbar. Dann werden wir mal schauen, dass wir uns da vielleicht irgendwie mit einem geeigneten Objekt in der Mitte treffen. Ja. Die Wohnung, die nicht vermietet ist, kostet trotzdem Geld. Ne, seien es die Betriebskosten oder die ausgefallene Miete, das ist sicherlich was, was uns belastet. Man findet sicherlich auch ein Argument dafür, dass das einem Stadtbild nicht gut tut, wenn viele Wohnungen leer stehen. Das sind so die Hauptpunkte, womit wir zu kämpfen haben. Die Pionierinnen Nicole und Sarah sind jetzt seit etwa 3 Wochen in Altena. Am Anfang denkt man so, oh Gott, ist ja alles voll ausgestorben, ist ja irgendwie voll traurig, viel Leerstand. Aber jetzt, wo wir so ein paar Leute kennen, ist es so, ja, dann quatscht man da mal in der Ecke ein bisschen und da mal in der Ecke ein bisschen. Und ich glaube auch dadurch, dass die Pioniere da sind, hat man ja so diesen Anschluss. So, stellen Sie sich mal nur, dass er da an der Scheibe ist. Hier an der Scheibe. Ja, das ist ja wirklich lustig. Guck mal, den Hampelmann. Hast du gesehen? Ja. Ja, tschüss. Tschüss. Der Coworking Space der Pioniere. Hier können sie ihren normalen Jobs nachgehen und trotzdem in Altena sein. In der Talstation haben wir Gläser. Heute haben sich Sarah und Nicole was überlegt. Hast du den 2. Topf? Um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, haben sie zum vegetarischen Essen geladen. Sarahs Sohn Levin krabbelt zwar noch, aber lange wird das wohl nicht mehr dauern. Es scheint zu laufen. Kurzbilanz der Berlinerin. Was ich schön finde, ist so unsere Wohnsituation eigentlich in so einer, in dieser Gartenstadt. Wie spannend ich eine Stadt finde, die so ist wie Altena, ohne dass ich so ein bisschen den Auftrag habe, hier was rauszumachen, weiß ich nicht.
Hallo. Hallo. Alle da. Wir haben ja Corona-Gruß. Hi. Hi. Nun also vegetarische Kost in Altena. Also, wer möchte ein Schälchen? Es gibt Dahl. Wem darf? Niemand? Einer muss den Anfang machen. Dankeschön. Und so kommen sich Altenaer und die Gäste aus der Großstadt bei vegetarischer Kost näher. Richtig was los heute. Einmal zu mir gucken, bitte. Und weil die lokale Presse gleich gegenüber sitzt, wird das natürlich auch festgehalten. Auch das hilft ja schon weiter, um wieder Leute in die Stadt zu bekommen, um vielleicht nach außen hin auch wieder da zu sein und zu sagen, guck mal, hier in Altena passiert was. Noch jemand soll der Innenstadt neues Leben einhauchen. Mein Name ist Karl-Heinz Turner und wir werden jetzt hier in Altena 3 Läden eröffnen, einen Geschenkartikelladen, einen Tim und Struppi-Laden und unseren schönen Altenaer Rittershop. Wir können Leute, die diesen Mut haben, bis zu 2 Jahre unterstützen, indem wir ihnen, ja, ich sag mal, 80% der zuletzt gezahlten oder ortsüblichen Miete sponsoren aus Landesfördergeldern. Ohne solche Fördermittel ginge nichts. Guten Morgen. Wer immer es wagt, ist willkommen. Herzlichen Glückwunsch zur Eröffnung. Freut uns natürlich sehr, dass Sie den Mut haben und auch die Lust und das Engagement hier wirklich mit einzusteigen. Wir freuen uns auf alles, was kommt. Meine Familie hat ja in diesem Haus 130 Jahre lang Schuhe verkauft. Und ich habe es dann aufgegeben aus Altersgründen und freue mich, dass Sie hier diesen Start machen. Schön. Wenn Sie halb so lange hier bleiben wie Herr Hüttemeister, dann reicht das. Wir waren ja nun 3 Generationen. Die paar Jahre noch. Ja. Aber braucht Altena wirklich dringend einen Tim- und Struppi-Laden, ein Rittergeschäft und Geschenkartikel? Es gibt kaum Dinge des täglichen Bedarfs in der Innenstadt zu kaufen. Alles draußen, auf der grünen Wiese oder dicht. Wir haben einfach im Innenstadtbereich zu wenig Lebensmittelgeschäfte. Ja, auch das ist uns vollkommen bewusst. Also wir führen auch in den letzten Monaten schon, wie vorher auch, massiv Gespräche. Aber was nützt mir ein leerstehendes Ladenlokal? Das ist toter Raum. Also nehmen Sie, wen auch immer Sie kriegen. Dies ist der einzige Kiosk in Altena. Ich bin Jesus Allerdag. Ich komme aus Köln nach Altena. Kann jeder sagen, Altena stirbt, für mich stirbt Altena nicht. Also ich denke, hier müssen nur Leute den Willen haben, was zu machen. Und dann läuft es auch. Also wir bieten alles an. Als wir hier hingekommen sind, hier war ja nicht so viel. Und da haben wir schon versucht, alles in so einen Laden reinzukriegen, um alles abzudecken. Mit Eis, mit Spielzeug, mit Alkohol, mit Passfotos, dass wir alles unter ein Dach kriegen. Der Kiosk ist Familienbetrieb. Das ist der Sohn von Jesus Allerdag. Die haben uns ja auch alle totgesprochen, ist doch normal. Die kamen Leute an und haben gesagt, Jesus, 3 Monate wartet. 8,5 Jahre. Geht, man muss nur wollen. Als Jesus nach Altena kam, hat er zuerst ein Haus gesucht. Ich komme aus Köln. Ich hatte Kölner Preise im Kopf. Die sagten zu mir irgendwas mit, ich will nicht lügen, jetzt 20, 15, 25, irgendwie so in dem Dreh. Und ich denke die ganze Zeit, der redet von der Garage und will mir die Garage verkaufen. Nein, das ganze Haus. Schönes großes Haus, 3 riesen Etagen, 300 Quadrat, mit riesen Wald hinten dran. Hier unten im Zentrum, wunderbar. Für dieses Objekt habe ich 25.000 bezahlt. Und so fing Jesus an, Häuser zu sammeln. 30.000 habe ich für das Objekt bezahlt. Alle, wenn auch billig, vermietet. Hier aber wohnt er selbst. Dieses Objekt war der Herzenswunsch meiner Frau und war leider ein bisschen teurer. Gleich nebenan macht er mit seiner Frau den nächsten Laden auf. Demnächst werde ich da Snacks verkaufen. Wir haben gefliest, wir haben Leitungen löten gelernt durch YouTube. Also wir haben alles selber gemacht. Das habe ich alles selbst gefliest. Rein, raus, messen, ausmessen, schneiden. Viele sind zu Bruch gegangen, aber wir haben es geschafft. Ja. Ärmel hochkrempeln und Attacke. Da lange blöd rumstehen und glotzen, da ist ja noch keiner mit weitergekommen. Ne? Wir machen. Wir reden nicht, wir machen.
Schräg gegenüber, Jour fix mit Pionieren. Die planen. Das heißt, eigentlich planen sie noch nichts, sondern sie sammeln. Pro und Contra Altena. Neu für mich, für viele, die hier wohnen, vielleicht nicht. Ihr habt echt gute Luft hier. Also Luftqualitätsindex jeden Tag sehr gut. Was immer eine Chance ist, wenn allen die Lage irgendwie klar ist. Also man sich auch nicht zu viel schönredet, sondern Probleme auch direkt adressieren kann. Die Punkte, die schon genannt wurden, also wie günstigen Wohnraum und günstige leere Ladenlokale, die sind ja auch voll die Chance betreffend dieses Punktes. Welche Chance? Das gilt es noch herauszuarbeiten. Und wer soll sie nutzen? Neugierde ist da, Engagement, glaube ich, ist auch total da. Also man merkt total, wenn man sagt, wir sind von den Pioneers, dass die Leute einem dann schnell so ihr Herz ausschütten und auch so ihren Frust mitteilen, aber auch Ideen. Also ich habe das Gefühl, das trifft echt auf fruchtbaren Boden, so das Projekt. Und die Leute sind froh, mit uns zu reden. Ich habe da nicht so viel von mitbekommen. Also sind meine Nachbarn, ich habe auch mit denen schon geredet und so. Aber Pioniere für Altena, der Sinn, den habe ich nicht ganz. Also ich meine, sind die jetzt dafür da, dass hier in der Innenstadt sich mehr passiert? Oder dafür sind, haben die das sind Gastronomen, gelernte Leute, die Plan haben, Marketing? Nein. Ich habe wirklich gedacht, das wären so Pfiffige, die jetzt sagen, hör mal, dein Schaufenster ist scheiße, mach mal da und da so ein bisschen anders. Oder die hier die Läden inserieren und suchen, so Leute, die reinkommen, ne? Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Schade. Das sind ja nun alles Leute, die digital arbeiten, ortsungebunden arbeiten. Die werden auch weiterhin ihrer Arbeit nachgehen. Die haben keinen konkreten Arbeitsauftrag. Es wird natürlich öfters gesagt, ja, wir haben verschiedene Punkte, wo man drüber sprechen könnte. Ein Schlagwort ist immer die Itani-Brache. Das ist ein alter Industriekomplex, sehr verfallen, sehr groß. Da Ideen zu sammeln, das wäre total toll. Dann sind wir für die Ideen offen. Die haben keinen konkreten Arbeitsauftrag, nein. Für gewöhnlich wird die Brache der Schwarzenstein genannt. Itani hieß ihr letzter Besitzer. Vor einigen Jahren hat der Sohn des letzten Eigentümers seinen Vater in der Wohnung, die schräg gegenüber von ihr ist, umgebracht und hat den Vater dann hierhin transportiert und in diesem Gebäude tatsächlich verbrannt. Ja, das war schon wirklich eine Horrorgeschichte. Ich weiß es, weil ich persönlich hierbei war, weil wir von der Feuerwehr hierhin gerufen wurden. Das war vor 10 Jahren. Mittlerweile hat die Stadt das riesige Areal für 1 Euro gekauft. Allein damit anzufangen, weiß sie nichts. Ich komm nicht mehr hoch. Denn für eine Sanierung fehlt das Geld. Die Gebäude sind auch in einem erbärmlichen Zustand und von daher muss zumindest ein Teil abgerissen werden. Aber vielleicht ist das ein oder andere Gebäude auch zu erhalten. Aber da sind wir auch auf Ideen angewiesen und auf finanzielle Möglichkeiten. Geld drucken müssten sie können. Früher wurden am Schwarzenstein tatsächlich einmal die Rohlinge für die D-Mark hergestellt. Aber das ist 4 Jahrzehnte her. Wir haben gerade schon gesagt, vielleicht als Filmlocation vermieten, weil das ist ja echt, also erstmal kurzfristig, um Geld reinzubringen. Langfristig muss das wahrscheinlich alles abgerissen werden, was sehr, sehr teuer ist. Und schön lächeln. So wie beim G7-Gipfel. Genau. Und wieder Pressefoto. Danke. Über 3000 Menschen haben am Schwarzenstein einst gearbeitet. Doch vor 4 Jahrzehnten begann in Altena der Niedergang. Zurück ins alte Kino. Altena, eine südwestfälische Industriestadt, zeigt im Nettetal kein besonders freundliches Gesicht. 1999 wurde Andreas Holstein Bürgermeister von Altena. Altena war eine Art Konkursfall. Wir haben damals Kindergärten geschlossen, wir haben Einrichtungen geschlossen wie einen Sportplatz, wir haben das Rathaus verkleinert und ganz, ganz viele Maßnahmen. Und im Mietbestand sind kleine Wohnungen oder schlecht geschnittene Wohnungen beseitigt worden. Rückbau, wie im Verwaltungsdeutsch der Abriss heißt. Kosten sparen, wo es geht. Das war einmal das Freibad von Altena. 2000 geschlossen, jetzt wird es abgerissen. Eine Grundschule, geschlossen wegen Kindermangel. Das Krankenhaus, geschlossen, weil es sich nicht mehr rechnete.
2015 hatte er als Bürgermeister eine Idee, um das Schrumpfen aufzuhalten. Es war das Jahr, als Kanzlerin Merkel sagte, wir schaffen das. Altena nahm freiwillig viel mehr Flüchtlinge auf als verlangt. Und dann? Seine Flüchtlingspolitik ist vermutlich Hintergrund dieser Tat. Der Bürgermeister der nordrhein-westfälischen Stadt Altena ist gestern Opfer eines Attentats geworden. Am Abend wurde Andreas Holstein mit einem Messer schwer verletzt. Die Tat scheint politisch motiviert. Der Angreifer soll sich über Holsteins liberale Flüchtlingspolitik beschwert haben. Der Bürgermeister und Altena wurden bundesweit bekannt, weil die 18.000 Einwohnerstadt im Sauerland mehr Flüchtlinge aufnimmt, als sie eigentlich müsste. Ich glaube, die Menschen haben es verstanden, als ich an einem Sonntag ein Kindergartenfest besucht habe von einem Kindergarten, der geschlossen werden musste. Und ich habe dann den Eltern gesagt, sie wissen ja, dass wir nächste Woche 100 Flüchtlinge mehr bekommen, worauf dann großes Gemurmel und Buhrufe kamen. Dann habe ich gesagt, ja, will ich Ihnen mal zeigen, was das für eine Möglichkeit beinhaltet. Dieser Kindergarten schließt planmäßig in 2 Jahren. Ich kann Ihnen heute schon sagen, wir brauchen diesen Kindergarten, weil allein 40 Kinder mitkommen und davon wohnen hier in diesem Stadtteil demnächst 12. Dann wurde es recht ruhig. Die Wände brachten auch die Flüchtlinge nicht. Die Einwohner wurden trotzdem weniger. Ein Problem auch für die Industrie. Wie im Film vor knapp 6 Jahrzehnten, in Altena wird immer noch Draht gezogen. Altena nennt sich Drahtstadt. Auch wenn zahlreiche Betriebe von damals verschwunden sind, den Verbliebenen fehlen die Leute. Ich bin Timo Finkernagel, bin 34 Jahre alt und die 4. Generation im Unternehmen. Die Drahtmengen, die heute produziert werden, sind deutlich höher als damals. Unser Betrieb mit 90 Mitarbeitern produziert ca. 3000 Tonnen Draht im Monat. Der Draht wird eingesetzt zu einem großen Teil in der Automobilindustrie. Das heißt, wenn in Altena die Drahtziehereien mal nicht produzieren könnten, würde das innerhalb von sehr kurzer Zeit bei Automobilherstellern zu einem Stillstand der Bänder kommen. Auch wenn heute ganz viel automatisiert abläuft, gesucht werden händeringend neue Mitarbeiter. Und zwar vom Uni-Absolventen bis zum Hauptschulabgänger. Unsere Mitarbeiter bleiben sehr langfristig. Wir haben durchschnittlich 26 Jahre Betriebszugehörigkeit. Und da sind wir auch stolz drauf, weil wenn wir gute Leute haben, ist unser größtes Interesse, diese guten Leute auch zu behalten. Aber trotz der guten Löhne und eigentlich eines tollen Unternehmens mit einem sehr guten Arbeitsumfeld haben wir Schwierigkeiten, ausgeschriebene Stellen zu besetzen. Es ist nicht einfach, Leute zu finden. Warum ist das so? Liegt das an Altena? Die Frage würde ich gerne beantworten, warum es so schwer ist, Leute nach Altena zu kriegen, weil ganz nachvollziehbar ist es für mich nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Imageproblem der Stadt ist, weil an den Jobs mangelt es nicht, nein. Früher hieß es, Menschen ziehen dorthin, wo es Arbeit gibt. Aber das scheint nicht mehr zu gelten. Wir haben dieses Phänomen, dass eben viele, gerade jüngere Menschen, sich eher nach Lebensqualität, nach hippen Orten und Ähnlichem orientieren. Die jüngeren, hochqualifizierten Gruppen erwarten so etwas wie eine gewisse Vielfalt an Angeboten, kulturelle Vielfalt, Einzelhandelsvielfalt. Und da würde ich mal sagen, gibt es doch in Altena und in allen anderen Städten und Gemeinden hier in der Region noch erhebliche Defizite. Doch wie die beseitigen mit einem Nothaushalt? Sie soll sich kümmern. Mein Name ist Stefanie Ahrens. Ich arbeite bei der Südwestfalen-Agentur und meine Aufgabe ist, Projekte zu begleiten, Impulse mit in die Region zu geben, um zu gucken, wie können wir eigentlich diesen Abwanderungstendenzen entgegentreten, was muss passieren, wie können wir auch interessant werden, auch für Lebensentwürfe von jüngeren Menschen. Dies ist so ein Projekt, um die Region interessanter zu machen. Der Erlebnisaufzug. Willkommen, werte Gäste, auf meiner Burg. Ein Stollen mit Aufzug verbindet Altenas Innenstadt mit der Burg auf dem Berg. Fahrt still, bewegt euch nicht. Be quiet. Der Aufzug wurde 2013 durch Fördergelder und Spenden finanziert. Nur ganz wenig musste die Stadt selbst zahlen. Die Hoffnung damals, so gehe es aufwärts mit der Innenstadt. Heute ist klar, das hat nur bedingt funktioniert. In Zukunft soll weniger gebaut werden. Stattdessen soll Geld in Köpfe fließen.
Für mich ist Altena wirklich bei all den Herausforderungen, die es hier gibt, eine Stadt mit Perspektive. Auch glaube ich, dass zum Beispiel sowas wie Digitalisierung hier eine große Chance ist für Menschen, die eben mobil sind, die mobil arbeiten können. Und ich kann mir das gut vorstellen. Menschen wie Sie. Und deshalb wird auch der Sommer der Pioniere über die Südwestfalen-Agentur gefördert. Ein halbes Jahr sollten die Pioniere bleiben. 5 Wochen davon sind erst um. Ich werde Altena verlassen, denn ich habe eine Stelle als Lehrerin am Bodensee bekommen, an einer ganz tollen Schule. Gestern hatten wir auch ein Frühstück zusammen und da haben wir schon ein kleines Abschiedsgeschenk bekommen, sogar ein ziemlich großes Abschiedsgeschenk, wie ich finde, ein Armbändchen für Levin, wo sein Name und Altena 2021 eingraviert ist. Und zu sehen, dass man, obwohl wir jetzt erst 1,5 Monate hier waren, sogar schon ein Abschiedsgeschenk bekommen und so, das hat mich schon gerührt. Also, Ihre Freundin Nicole will bleiben. Aber Levin wird natürlich mit seiner Mutter Altena verlassen. Er hat hier stehen gelernt und sitzen gelernt, aber laufen lernen wird er woanders. Es ist ja nicht nur Sarah, es ist ja auch Levin, der weg ist. Und einmal für mich persönlich, so wenn man mit so einem Baby 2 Monate zusammenlebt, ist ja irgendwie, der ist mir so ans Herz gewachsen. Ja, das Ding ist, er bringt ja auch so viel Leben rein, ne? Also ich glaube auch, das ist ja manchmal mit einem Hund, aber auch mit einem Baby. Die Leute sprechen uns halt auch an, deswegen, und dann sind wir nicht so, hey, da sind irgendwie die digitalen Hipster aus Berlin oder aus Köln, sondern das sind halt ganz normale Leute, die auch ein Baby haben, was auch mal schreit, was meistens gut drauf ist, aber... Ja. Juli 2021. Ein Unwetter lässt die Flüsse Nordrhein-Westfalens über die Ufer treten. Auch in Altena kommt es zu Überschwemmungen. Ein Feuerwehrmann stirbt bei einem Rettungseinsatz. 3 Tage später. Im Moment sieht es ja fast schon so aus an vielen Stellen, als wenn kaum was passiert wäre. Aber das ist unglaublich, was hier in den letzten Tagen geleistet wurde. Das ist unglaublich. Wie sieht so sonst aus? Ja gut, an allen Ecken und Kanten brennt es halt im Moment so ein bisschen. Wir können auch woanders hinfahren. Nein, alles gut, alles gut. Bürgermeister Uwe Kober hat seinen Sommerurlaub abgebrochen. Ach, halt die Ohren steif. Du auch. Lass dich nicht ärgern, wa? Tschüss. Lass dich nicht ärgern. Lass dich auch nicht ärgern. Ich komm ja auch weg. Tschüss zusammen. Er hat in den nächsten Wochen anderes zu tun, als an einem Film über das Schrumpfen seiner Stadt mitzuwirken. Verständlich. Denn überall wird noch Schlamm geschippt. Siehst ja, 1-2 Tage später, die Altenaer ruckzuck, ne? Die Stadt super, gar keine Frage, die sind echt Feuerwehrleute, wunderbar. War eigentlich super hier der Zusammenhalt von den Altenaern. Karl-Heinz Turner. 6 Wochen vor der Flut hat er seinen Tim und Struppi-Laden, einen Rittershop und ein Geschenkegeschäft neu eröffnet. Und jetzt das. Auch so unvorstellbar, weil man nie damit gerechnet hat, dass sowas überhaupt so passieren kann. Von allen Seiten runtergelaufen, aber nichts zu machen. Da konnte man nur zugucken, wie alles unterging. Das war schon ein bisschen deprimierend alles. Er ist hauptberuflich Ladenbauer und verdient damit sein Geld. Besser so, denn auch in den nächsten Wochen werden hier seine Geschäfte nicht wirklich brummen. Das ist Hobby und hoffen natürlich, dass man da irgendwann auch mal ein bisschen was dran verdient. Aber das ist leider im Moment noch nicht so. Es ist jetzt Mitte September. Ja. 2 Monate sind seit der Flut vergangen. Wo hab ich den denn? Auf dem Schreibtisch des Bürgermeisters aber ist immer noch Land unter. Also wenn müsste es danach irgendwann sein. Wir haben genug Probleme, definitiv, weil unser Hauptaugenmerk in den letzten Wochen eigentlich nur darin lag, wirklich so die ersten Schäden der Katastrophe zu beseitigen mit
all dem, was dazugehört. Und auch die Pioniere hatten natürlich nicht die Möglichkeit, weil auch die Ladenlokale oder die Lokale waren ja vom Hochwasser betroffen und auch da musste erstmal wieder hergerichtet werden. Aber ich glaube wirklich, dass wir jetzt auch nochmal Gas geben wollen und müssen, um das wieder ans Laufen zu bekommen. Und zur Not, wenn die Pioniere mitmachen, verlängern wir es halt vielleicht noch ein bisschen nach hinten raus. Stefanie Ahrens von der Südwestfalen-Agentur im Coworking-Space der Pioniere. Obwohl hier längst wieder alles läuft, wo sind die? Wir sind jetzt hier, es ist einer da, es ist sonst nicht viel los. Das heißt, irgendwie, wir müssen eben auch noch mal gucken, warum ist es eigentlich immer leer? Warum sind die Pioniere nicht hier? Ich weiß es nicht, ich kann es Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen, aber es ist eigentlich die Chance, hier zu sein, auch mit den Altenaern selber noch mal ins Gespräch zu kommen und wirklich Ideen zu entwickeln, wie man hier Impulse setzen kann. Ein halbes Jahr wollte sie als Pionierin bleiben. 4 Monate sind rum. Montag ist mein letzter Tag. Da ist noch die Übergabe der Wohnung und dann geht's ab nach Berlin. Ich wusste eigentlich schon relativ am Anfang, dass ich hier nicht für immer bleiben will, sondern dass das eher so ein Experiment ist, mir das mal anzuschauen. Und dann eher auf den zweiten Blick gesehen habe, hier sind total viele Leute, die Bock haben, was zu machen. Und das ist auch so ein bisschen, warum es mir schwerfällt, jetzt zu gehen und so zu sagen, ja, ciao, so, ihr müsst das jetzt alleine machen. Und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, die Leute so ein bisschen zu enttäuschen. So eine Bilanz jetzt für das Projekt fällt mir ein bisschen schwer, weil ich glaube schon, dass viele so ein bisschen enttäuscht sind, weil nicht so viele Pioniere mehr da sind. Und weil vielleicht auch nicht so viele Projekte entstanden sind, wie man sich das so erhofft hat. Es waren ja auch sehr, sehr hohe Erwartungen da. So ein bisschen auch so, okay, die verändern jetzt hier unsere Stadt. Aber was, glaube ich, oft nicht so gesehen wurde, ist, dass das ja auch ein bisschen dauert, bis sich sowas entwickelt. Und der Abschied ist auch ein bisschen traurig. Wenn man so sagt, man geht, ist ja auch immer so, der geht, hat es ja immer ein bisschen einfacher als die bleiben. Nicht nur sie hat den Koffer gepackt. Von den 15 Pionierinnen und Pionieren sind nach 4 Monaten nur noch 5 übrig. Bis Dezember geht das Projekt. Es wird nicht verlängert. Und doch, heute ist ein großer Tag für Altena. Das erste Fest seit Corona. The winner takes it all, spielt die Kapelle. Klar, es ist Mist, zu den Verlierern zu gehören. Aber was heißt eigentlich Verlierer? Erstmal muss man Schrumpfen in verschiedenen Kommunen und Regionen akzeptieren. Klar ist, dass mittel- bis langfristig die Gesamtbevölkerung Deutschlands zurückgehen wird und auch in den meisten Bundesländern zurückgehen wird. Und dann ist ja eine Frage der Logik, dass wenn die Gesamtmenge zurückgehen wird, können ja nicht alle Kommunen wachsen. Also, ist Schrumpfen die Zukunft? Ich möchte, dass in Altena nicht mehr immer über den demografischen Wandel gesprochen wird und über das Schrumpfen und über den Weggang, sondern über die Potenziale und die Ideen und die Ziele, die wir hier haben. Das ist schön hier. Also ich kann jedem Kölner empfehlen, kommt runter, guckt es euch an. Wenn er hier einmal runterkommt, bleibt er eh hier. Weil man hier im Grünen doch viel schöner wohnt als in den verdichteten Stadtteilen der Großstädte. Ich wünsche mir für Altena, dass Leben in der Innenstadt einkehrt, mehr Menschen hier sind und dass die Industrie weiter floriert. Wir schrumpfen zwar, wir haben jede Menge Probleme, aber trotzdem ist Altena lebenswert, liebenswert und wir sind einfach eine Feierstadt mit coolen Leuten und ich stehe dazu, jeder, der es verpasst, nach Altena zu kommen und vielleicht hier zu wohnen und zu leben, hat in seinem Leben was verpasst. So. Es wird spät an diesem Abend. Von den verbliebenen Pionieren wird keiner gesichtet.